Hallo Fußballfreunde und willkommen zum Bundesliga-Check zur nächsten Folge. Heute ist der 1. FC Köln dran, wie ihr es wolltet, wie ihr es abgestimmt habt, wird es heute wieder geben mit drei Teams, da kommen wir mal zum Ende zu. Jetzt erstmal geht es rund um den FC Köln, um natürlich die ganz, ganz starke letzte Saison, in der man in die Euroleague einziehen konnte. Es geht logischerweise auch um die Abgänge wie natürlich Anthony Modest. Wir gucken auch ein bisschen auf Trainer Peter Stöger und die Erwartungen, die man an die Kölner haben kann. Das gibt's alles kurz und kompakt zusammengefasst. Die letzte Saison war für viele Kölner Fans und für viele deutsche Fußballfans sicherlich eine Überraschung. Am Ende hat man einen richtig, richtig starken 5. Platz rausgeholt. Man hat in 34 Spielen 12 Mal gewonnen, 49 Punkte hat man geholt. Man war punktgleich mit Hertha, ein Punkt vor Freiburg. Also das war schon extrem stark. Es hat sich schon angedeutet in den letzten Jahren, Jörg Schmadtke und Peter Stöger haben einfach richtig, richtig starke Arbeit geleistet und den Lohn gab es jetzt mit der Euroleague-Qualifikation. Ich bin gespannt, wie sie das meistern werden, aber klar ist, aber über allem steht auf jeden Fall die letzte Saison, die richtig, richtig stark war. Gucken wir nun erstmal auf die komplette Mannschaft der Kölner, die man ja schon ein bisschen verändert hat, weil man eben auch breiter aufstellen muss. Aufgrund der Dreifachbelastung im Tor ist Timo Horn natürlich die ganz, ganz klare Nummer 1, ist gesetzt. Dahinter hat man noch mit Thomas Kessler und Sven Müller zwei wirklich gute Alternativen. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. In der Verteidigung Pavel Lorkowski und Lukas Klünter. Für rechts hinten Frederik Sörensen. Ist wohl für innen eingeplant, kann aber auch rechts spielen. Mehrere der Neuzugang, der U21-Nationalspieler Spaniens. Ein Riesentalent. Hat mich schon überrascht, dass er nach Köln geht. Ich freue mich auf jeden Fall für die Kölner. Ein klasse Neuzugang. Dominik Maro hat man da noch als erfahrenen. Queiroz, der Neuzugang auch. Er ist für die Innenverteidigung neu gekommen. Wird sich wohl erstmal hinten anstellen, ist aber natürlich noch extremst jung. Dominik Heinz ist natürlich gesetzt. Dann links hinter man 19-jährigen Jannis Horn, der von Wolfsburg gekommen ist. Jonas Hector, der auch auf der 6 spielen kann und das wohl auch erstmal wird. Und dann noch Konstantin Rausch, der links alles spielen kann, vom Linksverteidiger bis zum Linksaußen. Dann im Mittelfeld ist man vielleicht noch ein bisschen dünn aufgestellt. Da hat man für die 6 Lehmann, Höger, Jojic, Young Sanate und Özcan, der 6er, 8er und 10er spielen können, also zentral. Hat man wirklich gute Alternativen. Dann auf dem Flügel Marcel Risse für rechts. Clemens kann beide Seiten spielen. Bittencourt für links. Da würde ich mir vielleicht noch einen vorstellen, dass da noch ein bisschen was passiert. Und im Sturm Yuya Osako, der gesetzt sein wird. Zudem haben wir noch Zoller, Rudnes und Girassi. Und John Cordoba wird wohl erstmal eine Art Modestersatz. Ist ja ein ähnlicher Spielertyp. Hat natürlich auch viel Geld gekostet. Ich glaube schon, dass man auf ihn erstmal setzen wird als Stammspieler. Und dann wird man sehen, ob da vielleicht noch einer kommen wird. Bei der taktischen Grundordnung wird es bei der Aufstellung wohl erstmal ein 4-4-2 sein. Auch wenn man ja öfters mit einem 3-4-3 gespielt hat, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe erstmal auf ein 4-4-2 gesetzt, wo natürlich Timo Horn ganz klein im Tor gesetzt ist. Rechts hinten glaube ich schon, dass Lukas Klünter als Stammspieler in die Saison gehen wird. Hat in der Rückrunde richtig, richtig gut gespielt, viele Spiele gemacht, obwohl er natürlich noch extrem jung ist. War ja auch im U21-Team Deutschlands mit dabei, ist für mich rechts hinten erstmal gesetzt. Wie auch in Sörensen und Heinz, auch wenn man mit Marot und Merre da richtig, richtig starke Alternativen hat. Links würde ich erstmal auf Jannis Horn setzen. Sollte Jonas Hector, wie in meiner Ausstellung hier, auf die 6 rücken, ist Horn für mich ganz klar gesetzt hinten links. Dann eben auf der 6 Hector und Höger habe ich erstmal neben Jonas Hector gepackt. Ich glaube, wenn Hector 6er spielt, fällt dann die Entscheidung vorerst zwischen Höger und Matthias Lehmann. Ich würde eher auf Marco Höger setzen. Auf den Flügeln rechts Risse, links Bittencourt, hat man mit Clemens einen wirklich richtig, richtig starken Backup. Und vorne Cordoba für Modest, logischerweise, habe ich ja schon angesprochen. Und neben ihm ganz klar Yuya Osako. Das wäre meine erste Elf der Kölner. Aber man hat sich breiter aufgestellt. Man wird rotieren, man will rotieren, man muss rotieren während der englischen Wochen. Und da wird es sicherlich ein bisschen Bewegung geben. So wäre aber sicherlich meine erste Elf, wenn man ganz frei wählen könnte. Schreibt eure erste Elf mal gerne in die Kommentare. Wie schon gesagt, hat ja Köln den Kader ein bisschen verbreitert, vor allem in die Breite investiert. John Cordoba ist aber für mich ganz kleiner für die erste Elf, kam für 17 Millionen Euro aus Mainz. Der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte tritt die Nachfolge von Anthony Modest an. Ich bin gespannt, was er schon leisten wird. Klar ist auch, er ist 5 Jahre jünger als Modest, er ist 24, er ist entwicklungsfähig, aber er bringt jetzt schon eine enorme Qualität mit. 17 Millionen Euro ist natürlich schon eine enorme Summe, ganz klar, aber für Modest Nachfolger kann man so viel auch mal am Tisch legen. Jorge Mere ist ja von Sporting Gijón gekommen für 7 Millionen Euro, wie auch Jannis Horn von Wolfsburg. Mere ist ja wie gesagt U21-Europameister,
bringt richtig, richtig viel Qualität mit, hat aber auch noch riesen Entwicklungspotenzial. Ich war schon überrascht, dass man sich ihn schnappen konnte. Köln hat auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Transfer getätigt für 7 Millionen Euro. Wie gesagt, hat ja so viel auch Jannes Horn gekostet von Wolfsburg. Ist 20 Jahre jung. Ein Linksverteidiger findet man nicht so oft in Deutschland. Also da hat man für mich auch einen richtig, richtig starken Fang gemacht. 7 Millionen Euro ist vielleicht für seine jetzige Leistung ja vielleicht ein bisschen zu viel. Aber was er für eine Entwicklung mit Entwicklungspotenzial mitbringt, ist einfach richtig, richtig stark. Joao Queiroz ist ja aus der Jugend von Braga gekommen für 3 Millionen Euro. Bin ich mal gespannt, was er für eine Rolle spielt. Nicolas Nathai hat man aus der Kölner U17 hochgezogen. Auch da bin ich gespannt, was er schon ja, leisten kann. Somit hat man 34 Millionen Euro ausgegeben. Klar, die Hälfte fast. Allein schon durch Anthony Modest. Ach, durch Anthony Modest, durch John Córdoba. Anthony Modests Nachfolger. Man hat ordentlich investiert. Allerdings hat man ja auch ordentlich Einnahmen, die vor allem auch in den nächsten Jahren kommen werden. Verloren hat man einfach natürlich den Top-Torschützen Anthony Modest. Er ist für eine Leihgebühr von 5,7 Millionen Euro nach China gegangen. In 2 Jahren bekommt man ja nochmal extremst viel Geld, knapp 30 Millionen Euro. Ich fand es klasse, was Jörg Schmadtke da rausgehandelt hat. Also man muss auch ehrlich sein, Modest hat überragend gespielt, hat überragend reingepasst. Ich glaube nicht, dass er es nochmal wiederholen könnte. Deswegen finde ich, hat man finanziell auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin gespannt, ob Córdoba die Lücke schließen kann. Klar ist aber auch, man bekommt ein Batzen Geld. Da konnte man als erster FC Köln einfach nicht nein sagen. Marcel Hartl ist ja auch gegangen nach Union Berlin für 250.000 Euro. Konnte sich nicht wirklich beweisen beim FC. Nun ist er also weg. Ich glaube nicht, dass das jetzt so schwerwiegend ist. Neben Subotic ist er auch zurückgegangen zu Borussia Dortmund. Da endete ja die Leihe. Man hätte ihn vielleicht behalten. Allerdings glaube ich auch schon, dass Subotic eben Stammspieler sein will. Oder auch in der zweiten, dritten Reihe beim BVB sein will. Das wäre wohl ihm recht. Bei Köln hätte er eben keine Chance wirklich auf den Stammplatz. Da sind Sörensen und Heinz einfach klargesetzt. Sogar Marot wurde ihn ja oftmals vorgezogen. Also auch da finde ich, hat man die richtigen Entscheidungen getroffen. Man hat somit 6 Millionen Euro eingenommen. Ist natürlich im Gegensatz zu den Ausgaben ein bisschen wenig. Aber man bekommt ja noch in den nächsten Jahren Geld aus dem Modestverkauf. Also für mich hat man alles richtig gemacht. Obwohl man ja schon ordentlich Geld investiert hat, gibt es weiterhin Gerüchte um Neuzugänge. Ich habe ja schon gesagt, ich könnte mir noch einen für außen vorstellen. Da steht wohl Georges Koundé und Kudu ganz oben auf der Liste von Tottenham Hotspurs. Er wurde in den vergangenen Tagen gehandelt, hat einen Marktwert von 7 Millionen Euro, hat noch Riesenpotenzial. Ich denke mal, wenn man ihn holen würde, dann wäre eine Leihe am wahrscheinlichsten aufgrund der Ablösesummen auf der Insel und generell momentan glaube ich nicht, dass man sich den noch momentan leisten kann. Vielleicht, wenn man dann die Millionen aus dem Modestverkauf bekommt, kann man ihn sich dann, wenn man ihn 2 Jahre ausleiht, dann dauerhaft holen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, würde auch für mich gut reinpassen. Marc Uth wurde ja auch immer wieder genannt von Hoffenheim. Man wird ihn wohl jetzt leider nicht kriegen. Ich hätte schon gedacht, dass man ihn sich schnappen wird, vor allem jetzt nach dem Modestverkauf erst recht. Hoffenheim will ihn nicht abgeben. Wenn Köln vielleicht 10 Millionen bietet, könnten sie da nochmal drüber nachdenken, aber momentan sieht es eher nicht danach aus, dass er kommen wird, wie auch bei Kevin Wimmer. Er selbst will sich auf der Premier League durchbeißen. Köln hätte ihn wohl gerne zurückgeholt. Nach dem Transfer von Merrell ist das allerdings jetzt nun relativ unwahrscheinlich. Gerüchte um Abgänge gibt es auch noch momentan, ein paar zumindest. Salih Özcan wird immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Bayern wurde zumindest zuletzt sogar als Interessent gehandelt. Ich bin gespannt, was da passieren wird, wenn Köln alles richtig macht, behalten sie ihn. Er hat Riesenpotenzial, er könnte auch jetzt schon für mich auf der Doppel-6 Stammspieler sein. Fände ich zumindest, kann man ihm zutrauen, kann man ihm auch ruhig mal anvertrauen. Es gibt Gerüchte um das Bayern-Interesse, ich glaube aber nicht, sollte ihn Bayern holen, dass man ihn dann direkt da einplant, vielleicht an der Leihe zurück nach Köln. Aber ich glaube auch nicht, dass er Köln so vorzeitig verlassen wird. Das sind momentan die aktuellen Gerüchte um Köln. Ich glaube schon, dass bei Köln noch ein bisschen was passieren wird, kann ich mir gut vorstellen. In Sachen Abgängen eher weniger. Neuzugänge kann ich mir auf jeden Fall noch für einen Flügel vorstellen, vielleicht sogar auch noch ein neuer Stürmer. Trainer Peter Stöger passt perfekt zum 1. FC Köln. Wie er sich mit dem FC identifiziert und wie sich die Kölner einfach mit ihm identifizieren, ist einfach nur überragend, es passt einfach perfekt. Mit dem Duo Schmadtke und Stöger kam der langfristige Erfolg, muss man ganz klar sagen, man war nicht auf kurzfristigen Erfolg aus, man hat langsam was aufgebaut, man hat was entwickelt und das wird nun belohnt. Man hat eine richtig, richtig starke Saison gespielt. Ich bin gespannt,
wie sie nun das Abenteuer Europa meistern, denn man muss ja nicht mehr durch die Qualifikation, man ist fix in der Euroleague mit dabei. Sicherlich extrem spannend für alle Kölner. Ich freue mich riesig für Köln, dass sie das mal machen können. Ich glaube auch schon, dass sie sich in den nächsten Jahren im Mittelfeld auf jeden Fall etablieren. Vielleicht sogar langfristig. Ja, im Bereich der Euroleague kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Dieses Jahr wird sicherlich schwierig, das zu wiederholen. Aber ich glaube schon, dass man mit dem Duo, vor allem auch mit Trainer Peter Stöger und Jörg Schmadtke, extremst erfolgreich sein wird. Meiner Meinung nach sieht die Erwartung an die Kölner ganz einfach aus. Die Euroleague ist ein neues Abenteuer, deswegen kann man einfach nicht erwarten, dass man das wiederholen kann, zumindest nicht in diesem Jahr. Ich finde, es wäre klasse für Köln, wenn man 9. werden würde, würde ich auch erwarten von einem Team wie im 1. FC Köln. Langfristig fände ich es klasse, wenn man sich in diesem Bereich festsetzen könnte, Platz 5 bis 9. Ich finde aber schon, dass man dieses Jahr Platz 9 ruhig als Ziel ausgeben könnte. Die Dreifachbelastung wird sicherlich zum Thema werden, vor allem auch in der Hinrunde, haben ja auch mehrere Clubs schon angesprochen. Aber wer sagt schon Nein zur Euroleague, vor allem als 1. FC Köln? Also ich glaube schon, dass man das packen wird. Man wird wahrscheinlich, also es gibt natürlich auch immer wieder große Überraschungen, aber ich glaube nicht, dass man mit dieser Dreifachbelastung auch in der Bundesliga jetzt so viel für Furore sorgen kann, wie im letzten Jahr. Allerdings glaube ich schon, dass der 9. Platz drin ist, wenn alle ordentlich ackern. Und das glaube ich schon, passt zum 1. FC Köln. Der 9. Platz, finde ich, ist eine realistische Erwartung an die Kölner. Das war sie also, die Folge zum 1. FC Köln. Wir haben verschiedene Themen durchschaut. Schreibt auch mal gerne eure Meinungen zu diesen Themen in die Kommentare. Ich hätte jetzt noch eine Frage an euch, gleich noch eine zweite. Aber erstmal würde ich diesen Bundesliga-Check auch gerne mit ein, zwei Teams ist ein bisschen wenig, aber mit ein paar Teams aus der 2. Liga machen. Ich glaube nicht, dass ich da die komplette Liga machen würde. Klar ist aber auch, der Saisonstart startet schon am Freitag. Ich glaube auch, da spielt unter anderem Bochum gegen Pauli. Also das muss man dann ein bisschen anders natürlich machen, dass man dann auch auf die ersten ein, zwei Spieltage schaut bei verschiedenen Teams. Würde ich extrem spannend finden, das auch so ein bisschen mit ein paar Teams aus der 2. Liga zu machen. Also ich mache jetzt mal eine Umfrage. Stimmt gerne ab, was ihr da wollt, ob ihr das überhaupt wollt. Also ob wir es komplett mit allen 18 Teams machen, ob wir es jetzt diese Woche schnell mit 3-4 Teams machen vor dem Saisonstart, ob wir es generell nur mit 4-5 Teams machen oder halt auch gar nicht, sondern nur den Bundesliga-Check. Stimmt gerne ab. Zudem gibt es ja auch wieder jetzt die Abstimmung von den Teams, die beim nächsten Mal drankommen könnten. Heute sind das Leverkusen, Hertha oder Mainz. Kamen alle drei logischerweise noch nicht dran. Stimmt gerne ab für euer Team, was ihr im nächsten Video sehen wollt. Und das gibt es dann auch im nächsten Video. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder.